Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fakten. 10 Fragen, 10 Antworten, das ist das Prinzip von Fakten. Heute geht es darum, wie man sich natürlich am besten erfolgreich für ein Designstudium bewirbt, wie man sich am besten vorbereiten kann und mehr dazu nach dem Intro. Fangen wir am besten mit den Grundlagen an. Brauche ich ein Abitur, um Design studieren zu können? Nein, in der Regel nicht. Also bei uns an der HAW zum Beispiel ist es so, dass du grundsätzlich zwar schon ein Abitur brauchst, dieses aber ausgleichen kannst durch eine besondere Befähigung. Das heißt, wenn du besonderes Talent aufweist, kannst du auch angenommen werden, ohne ein Abitur gemacht zu haben. Das ist kein Problem. Dementsprechend entfällt auch der NC. Das heißt, wenn du jetzt ein NC von, keine Ahnung, 2,3 hast, ist das zwar gut, aber diese Note wird nur aus statistischen Gründen quasi mit einbezogen, macht aber keinen Unterschied. Also ob du jetzt eine 1,0 hast oder eine 3,7, ist komplett egal. Solange du ein Abitur hast, ist das eine gute Voraussetzung, aber wie gesagt, du kannst es halt ausbügeln durch eine besondere Befähigung. Kommen wir jetzt zu Frage 2. Gibt es eine Warteliste? In vielen Studiengängen ist es so, dass wenn man sich beworben hat und nicht direkt angenommen wird, dass ein Wartesemester angerechnet werden. Das heißt, dass wenn du eine bestimmte Zeit gewartet hast, du trotzdem dann irgendwann in diesen Studiengang quasi reinrutschen kannst. Bei Kommunikationsdesign verhält sich das ein bisschen anders. Jedenfalls an der HAW ist es so, wenn du beim ersten Anlauf nicht angenommen wurdest, musst du auf den nächsten Anlauf warten. Das heißt, du musst, wenn du dich jetzt im Herbst beworben hast für das Sommersemester, musst du wirklich komplett ein Jahr warten. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil wirklich viel Zeit vergeht. Aber es kann natürlich sein, dass andere Hochschulen das anders handhaben und vor allem nehmen andere Hochschulen vielleicht auch öfter als einmal im Jahr Leute an. Oder aber man arbeitet natürlich an der Mappe und das ist auch so das, was ich empfehlen würde. Also wenn man wirklich an der HAW möchte, lieber noch ein Jahr an der Mappe arbeiten, vielleicht ein bisschen jobben, vielleicht Praktika machen, das kann auf jeden Fall auch nicht schaden. Und dann einfach beim nächsten Mal versuchen. Kommen wir jetzt auch schon zu Frage 3. Muss ich vor dem Studium alle Programme wie zum Beispiel Photoshop, Illustrator, InDesign können, um angenommen zu werden? Nein, das kann ich ganz klar verneinen, das muss man wirklich nicht. Man bekommt es ja während des Studiums beigebracht. Klar, es ist schön, das vielleicht vorher schon zu können, weil du es dann einfach mit in deine Mappe aufnehmen kannst. Du kannst halt einige Arbeiten dann mit Photoshop schon anfertigen. Das ist natürlich ganz praktisch, aber es ist kein K.O.-Kriterium dafür, angenommen zu werden oder nicht. Kommen wir nun zu Frage 4. Welche Termine und Fristen muss ich beachten? Es gibt unterschiedliche Sachen, die man machen kann und die man machen muss. Das eine, was man machen kann, ist zum Beispiel eine Mappenberatung. Wer sich ein bisschen unsicher ist mit seinen Arbeiten und nicht genau weiß, ist das die richtige Richtung, die ich jetzt gehe? Was könnte ich vielleicht noch verbessern? Was kommt gut an? Was vielleicht eher nicht so gut? Der sollte zu einer Mappenberatung gehen. Das wird mehrmals im Jahr angeboten. Und in dem Fall ist es jetzt so, ich glaube von Mai bis September ist es in der Regel ungefähr, wo diese Termine angeboten werden. Also soweit ich gesehen habe, waren das jetzt 4 Stück, zu denen man hingehen konnte. Ich war damals auch bei einem, ich war allerdings nicht so lange da, ich hatte nicht so viel Zeit, das war ein bisschen schade. Aber die helfen einem da auf jeden Fall. Also es ist wirklich eine persönliche Beratung, die gucken sich das an und die sagen dir dann halt auch das, was sie dazu denken. Und das kann schon sehr praktisch sein, wenn man sich da unsicher ist. Das nächste ist dann natürlich die Anmeldung zur Eignungsprüfung. Also das findet meistens zwischen September und Oktober statt, so grob, das schwankt immer ein bisschen von Jahr zu Jahr. Und da geht es dann wirklich darum, die Mappe abzugeben mit allen dazugehörigen Dokumenten. Was genau eine Mappe ist, das werde ich auch später nochmal erläutern. Ich habe auch alle Links, die irgendwie dafür relevant sind, also auch was die Termine angeht, was den Inhalt und das Format der Mappe angeht und so, das packe ich euch alles in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr das auf jeden Fall nochmal nachgucken. Und bei der Anmeldung zur Eignungsprüfung geht es wirklich nur darum, die Mappe abzugeben, die Dokumente abzugeben. Die kriegt ihr auch auf der Seite der Hochschule, also alles kein Ding, ne? Und dann wird halt geprüft, inwieweit ihr für diesen Studiengang geeignet seid. Das nächste wäre dann tatsächlich die Eignungsprüfung. Also sollte festgestellt werden, dass du für diesen Studiengang geeignet bist, dann bekommst du halt diese Einladung zur Eignungsprüfung. Die findet an 2 Tagen statt mit jeweils 2 Terminen. Und dazu dann auch noch später mehr. Also ich habe da auch noch ein paar mehr Infos zu für euch. Dann wird anhand dieser Eignungsprüfung und anhand der Mappe eine Gesamtnote ermittelt, die ihr dann danach dann zugeschickt bekommt. Mit dieser Note, die ihr dann bekommt, müsst ihr euch dann natürlich bewerben. Das heißt, ihr reicht diese Note ein und ihr reicht noch ein paar andere Dokumente ein, die dann noch fehlen. Und dann heißt es natürlich abwarten und hoffen und im besten Falle wird man dann angenommen. Was natürlich auch ganz wichtig ist, ist die Mappenabholung. Denn wenn man seine Mappe abgegeben hat, wäre es natürlich auch super wichtig, wenn man die irgendwie wiederkriegen könnte. Steckt natürlich auch viel Arbeit drin. Das Problem ist halt, dass bei so vielen Bewerbungen die Hochschule das nicht alles lagern kann. Das heißt, wenn das nicht rechtzeitig abgeholt wird und die Termine werden auch vorher bekannt gegeben, also keine Sorge, dann werden die entsorgt.
Und das wäre natürlich wirklich schade. Das heißt, guckt auf der Seite der jeweiligen Hochschule auf jeden Fall nach, bis wann die Mappe abgeholt werden muss. Dann bekommt ihr die auch auf jeden Fall wieder. Das ist eigentlich kein Problem. Also man kann auch jemanden da vorbeischicken, der bevollmächtigt ist, der das dann für einen abholt, falls man das selber nicht schafft. An der HWE ist es so, dass es so zwischen Mitte November und Mitte Dezember ist. Also hat man da auch einen relativ großen Raum, sich das dann abzuholen. Was auf jeden Fall auch eine coole Sache ist, ist die Mappenausstellung. Das heißt, es werden Werke von den Leuten, beziehungsweise Mappen von den Leuten, die angenommen wurden, ausgestellt. Das sind ausgewählte Mappen, also nicht jede Mappe wird zwangsläufig ausgestellt. Das ist wahrscheinlich auch so eine Platzsache. Und das heißt, man kann da vorbeikommen und sich das angucken. Das ist wirklich eine öffentliche Veranstaltung. Das heißt, wer Bock hat, kann da gerne längst kommen. Dieses Jahr ist es am 24. und 25. November, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich werde auch auf jeden Fall da sein und ich hoffe, dass ich filmen kann. Dann werde ich auch ein Video dazu machen und das auch auf diesen Channel hier hochladen. Also wen das interessiert, der sollte es auf jeden Fall nicht verpassen. Kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Welche Unterlagen muss ich denn jetzt wirklich einreichen, um mich erfolgreich zu bewerben? Das ist von Hochschule zu Hochschule ein bisschen anders. An der HAW ist es so, dass du dich online registrieren musst. Das heißt, du füllst so ein Formular aus mit deinen persönlichen Daten, suchst dir aus, welchen Studiengang du studieren möchtest. Und am Ende dieses Registrierungsvorganges bekommst du dann die Dokumente, die du dir runterladen kannst. Die kannst du dir ausdrucken, die kannst du ausfüllen und dann wird das Ganze abgeschickt. Dazu muss natürlich auch noch dein Schulabschlusszeugnis, also dein Abi-Zeugnis zum Beispiel, das du halt kopierst und mit dazulegst. Dann natürlich die Mappe. Diese Mappe fungiert als Portfolio. Das heißt, das sind halt deine ganzen Arbeiten, die du so gemacht hast, dein Aushängeschild sozusagen. Die muss auf jeden Fall dazu. Und wenn du dann diesen Bewerbungsprozess so weit durch hast, das heißt, du warst bei der Eignungsprüfung, hast die bestanden, hast diese Mappenprüfung im ersten Durchgang bestanden, dann bekommst du ja die Note und da musst du dann halt diese Note, wie schon vorhin erwähnt, mit den restlichen Dokumenten zusammen abgeben. Ich glaube am Berliner Tor, bei mir war es damals jedenfalls am Berliner Tor hier in Hamburg, weil das so die Zentrale der HAW ist. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Die nächste Frage ist, welche Voraussetzungen muss meine Mappe erfüllen? Auch hier ist es leider von Hochschule zu Hochschule oder auch Privatschule unterschiedlich, was da verlangt wird. Es gibt unterschiedliche Höchstformate, Mindestformate und auch die Anzahl der Arbeiten variiert. Teilweise ist es auch so, dass bestimmte Themen gewünscht sind oder aber auch Hausaufgaben gestellt werden. Das ist halt wie gesagt, je nachdem, wo man sich bewirbt, anders. Aber ich habe euch dazu auch einen Link in die Videobeschreibung gemacht und vor allem habe ich dazu auch Videos gemacht. Also wer mal ein bisschen reingucken möchte, ich habe meine eigene Mappe vorgestellt. Ich habe gesagt, wie so eine Mappe grundsätzlich aufgebaut werden kann oder sollte. Welche Sachen man da im Hinterkopf einfach behalten muss, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Wer sich damit jetzt ein bisschen auseinandersetzen will, sollte sich die auf jeden Fall mal angucken. Die nächste Frage ist, wie lange muss ich eigentlich auf Rückmeldung der Hochschule warten? Das ist komplett unterschiedlich. Macht euch bitte nicht wahnsinnig. Ich weiß, dass es schwer ist, aber es kommt natürlich auch darauf an, wo man sich bewerbt, ob das jetzt eine private Schule ist oder zum Beispiel die HAW. Bei der HAW ist es so gewesen, ungefähr, dass es so eine Zeit von 7 bis 14 Tagen ungefähr war. Also man muss wirklich das ungefähr sehr betonen, weil ich glaube, ich habe am 15. Oktober hatte ich meine Mappe damals abgegeben und das war wirklich der letzte Abgabetag für die Mappe überhaupt. Und ich glaube, ich habe so 7 bis 14 Tage danach dann halt Rückmeldung bekommen, dass ich zur Eignungsprüfung eingeladen wurde. Anfang November war die dann auch schon, also ich empfand das auch als sehr kurzfristig. Und so ungefähr 1 bis 2 Wochen oder 1 bis 3 Wochen wohl eher, danach hatte ich dann dieses Schreiben mit der Note für die Mappe und die Prüfung im Postkasten. Aber auch hier kann es halt wirklich sein, dass es einfach Unterschiede gibt, dass einige Leute das vorbekommen, weil die Post bei denen besonders fix arbeitet oder dass es halt mal länger dauert oder dass vielleicht auch bei der Hochschule einfach viel zu tun ist gerade und es deswegen ein bisschen länger dauert. Also macht euch da wirklich nicht verrückt. Bei der nächsten Frage handelt es sich darum, was es eigentlich genau mit einer Eignungsprüfung auf sich hat. Also was erwartet mich da eigentlich genau? Und zu dem Thema habe ich insgesamt 3 Videos gemacht. Und zwar einmal eins, wo es darum geht, wie der Ablauf einer Eignungsprüfung ist. Dann um einen persönlichen Erfahrungsbericht. Das heißt, wie habe ich das Ganze wahrgenommen? War ich aufgeregt? War ich total cool und abgebrüht? Und dann noch eine Materialliste. Also damit man sich wirklich optimal vorbereiten kann auf das Ganze und einen Einblick in das Ganze bekommt, habe ich dazu 3 Videos gemacht und da würde ich euch für diese Frage wirklich empfehlen, in diese Videos reinzugucken. Ich verlinke euch die auch nochmal in der Videobeschreibung, könnt ihr auch nochmal reingucken und dann sollte die Frage eigentlich ganz gut beantwortet sein. Kommen wir auch schon zur vorletzten Frage. Was erwartet mich nach der Eignungsprüfung? Wenn man dieses ganze
Prüfungsding hinter sich hat, also wenn man die Mappe abgegeben hat, wenn man die Eignungsprüfung hinter sich hat, wenn man für das Ganze eine Note bekommen hat und dieses Schreiben abgegeben hat, dann kommt eigentlich der richtig stressige Teil. Und also ich fand es auf jeden Fall richtig anstrengend, weil es dann hieß, warten und Füße stillhalten. Und es hat wirklich lange gedauert, bis man dann wieder was von der Hochschule gehört hat. Also ich glaube, ich habe so Ende November oder Mitte, Ende November hatte ich meine Bewerbungsunterlagen abgegeben und Mitte, Ende Januar habe ich dann erst Rückmeldung gehabt, ob ich genommen wurde oder nicht. Also es gibt Helios, das ist die Online-Plattform der HAW. Da siehst du dann auch, wenn du dann eingeschrieben bist, welche Noten du in welchen Kursen erzielt hast. Und da war das dann so, dass du dich da halt einloggen konntest. Und dann gab es da eine Seite und da stand dann, ich glaube, es war einfach nur ein J oder ein N für Ja oder Nein, also ob du zugelassen bist oder nicht. Und das war wirklich schlimm. Also ich war halt jeden Tag so, ich saß auf Kohlen und ich war dann noch in einem anderen Studiengang eingeschrieben und da waren die Prüfungen. Und das heißt, für mich war es so, Hilfe, hoffentlich klappt das alles. Und dann habe ich aber dann auch den Bescheid bekommen und dann war auch alles safe. Dann hatte man noch ungefähr einen Monat Zeit oder anderthalb, bis das Studium dann losgegangen ist. Und dann war das Warten endlich vorbei. Kommen wir auch schon zur letzten Frage. Ist das Aufnahmeverfahren überall gleich? Ich habe das ja schon mal in den letzten Fragen ein bisschen gespoilert. Natürlich ist es nicht überall gleich. Es kommt darauf an, wo man sich bewirbt, für was man sich bewirbt. Also ob das jetzt zum Beispiel Illustration ist oder Kommunikationsdesign oder es gibt natürlich auch Produktdesign oder andere Designarten, Typografie. Und da ist es halt wirklich wichtig, an welcher Hochschule man sich bewirbt. Es gibt Leute, die mussten zu keiner einzigen Eignungsprüfung, einfach weil es da nicht so gang und gäbe ist. Also die gehen dann dahin, das sind zum Beispiel bei einer privaten Hochschule, habe ich davon gehört, dass man da mit seiner Mappe hingeht, man die persönlich vorstellt. Das ist ja zum Beispiel auch ein Gegensatz, also ein Unterschied zur HAW. Da muss man es ja nicht persönlich machen, es wird einfach eingereicht, die gucken sich das an und du bekommst, ohne irgendwie da gewesen zu sein, die Rückmeldung. Und da ist es dann halt so gewesen, dass du dann persönlich vorbeigegangen bist, die persönlich vorgestellt hast, zu jedem Bild was sagen konntest, das quasi verteidigen konntest. Und dann haben sie dir im Endeffekt direkt gesagt, ob sie dich nehmen oder nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie es wirklich direkt danach gesagt haben oder per Post dann eine Woche später oder so. Aber man bekommt auf jeden Fall recht zügig dann Rückmeldungen und man muss halt nicht eine einzige Prüfung ablegen. Und auch da ist es so, es gibt dann auch irgendwelche Unis oder Hochschulen, die dann sagen, ja, mach mal bitte eine Hausaufgabe mit dem und dem Thema. Wir wollen speziell in dem Gebiet wissen, wie du dich schlägst. Und das ist halt wirklich überall anders. Falls ihr trotzdem noch Fragen habt oder vielleicht auch Erfahrungen gemacht habt an anderen Hochschulen oder Privatschulen, dann könnt ihr das natürlich gerne noch in die Kommentare schreiben. Also Fragen beantworte ich wie immer natürlich mega gerne. Und wenn ihr Erfahrungen teilen könnt, wäre das natürlich super, weil es vielen anderen einfach hilft, sich da zurechtzufinden. Am Anfang ist das wirklich total das Chaos. Würde ich mich natürlich drüber freuen. Und ich würde mich natürlich drüber freuen, wenn ihr dem Video bei Gefallen einen Daumen nach oben gebt und vielleicht auch ein Abo dalasst, dann verpasst ihr auch nicht das Video, das ich dann Ende November machen werde zur Mappenausstellung. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis dann, Leute. Ciao.